Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schon lange gab es kein Video über mein Defender-Projekt D90, den ich aufbaue. Nun geht es ein bisschen weiter, weil ich habe mir was dafür gekauft. Das ist in diesem Paket. Und zwar können wir das ja zusammen aufmachen. Gekauft habe ich das bei Monster Hop-Hops oder Hop-Hups, war ein fairer Preis, finde ich. Dann machen wir mal auf. So, und da kann man vielleicht schon sehen, was ich mir dafür geholt habe. Ein Hobbywink Quick Run 80 Ampere Regler. Ein Brushed Regler mit dazu passenden Programmierkarte. So sieht das aus. Na, dann machen wir das mal zusammen auf. Natürlich habe ich mich sehr schlecht vorbereitet. Kein Messer dabei. Hole ich mal sofort. Einen Moment. So, Messer ist am Start. Dann machen wir das zusammen mal auf. Ja, wenn er mal schneiden würde. So. So. So habe ich aufgemacht. So ist er verpackt. Wie immer bei Hobbywink üblich. So sieht er aus. So sieht er aus. Klein, leicht, denke mal, da werde ich wohl Platz dafür finden. Hier mit den Steckern, hier sofort XC60 verbaut. Mal schauen, ob ich den auch behalte oder umlöte auf T-Stecker oder einen Adapter baue. Hier an Aus-Taster mit Programmiertaste, mit Z-Taste. So sieht er aus. Ja, was ist noch dabei? Natürlich die Programmierkarte wird dann einfach an den Regler angeschlossen und dann hat man die Einstellungen verschiedene. Die Mode 1 oder 2, Batterietyp, Cut-off-Voltage. Und so weiter. Da muss ich mal selber schauen. Hatte ich noch nie sowas in der Hand gehabt. So eine Programmierkarte. Aber werden wir schon irgendwie hinbekommen. So. Dann mein Klebepad. Doppelseitige Klebeband. Zwei kleine Schrumpfschläuche. Das ist wahrscheinlich dann der Stecker zum Programmieren für die Programmierkarte. So, was gibt es noch hier? Machen wir alles raus. Zwei Kabelbinder zum Befestigen oder Kabel oder Regler selber. Ich denke mal Kabel. Dann Hobbywink-Aufkleber. So, ein paar große. Kleine hier und ein bisschen Papierkram. So eine Anleitung. Hier gibt es nochmal zum Programmieren die ganzen Einstellungen. So sieht das aus. Hier ist wahrscheinlich das, was schon vorinstalliert ist, das schwarze. Ja, ist schon auf Lipo umgestellt. Ja, Max Rückwärtsgang 50%, Startbeschleunigung automatisch. Max, ja, muss ich mal schauen. BEC ist Spannung auf 6 Volt eingestellt. Freilauf ist aus. Handbremse ist auf Stufe 4. Muss ich mal schauen, testen und sonst kann man jede Zeit wieder umprogrammieren.
So, das sind wahrscheinlich verschiedene Sprachen. Ich habe natürlich sofort das Deutsche erwischt. Hier ist nochmal das gleiche auf Englisch. Ja, und das ist nur kurze Einweisung oder so, verschiedene Sprachen. Hier wiegt 40 Gramm, Masse sind hier von der Programmierbox wahrscheinlich sind das. Ja, das ist die Programmierkarte. Das sind die Daten von der Programmierkarte. So. Ja. Was ich mir noch geholt habe, das ist natürlich nicht hierfür, das ist für mein nächstes Projekt oder anderes Projekt hier. Rotends von Trexis habe ich die geholt. Mal schauen, ob die dann da reinpassen. Will mir einen kleinen Crawler bauen. Und dafür brauche ich die Kugelköpfe. So, das Ganze wird reinkommen in den hier. Defender D90. Habe überlegt, mir den erstmal unter die Haube zu setzen. Mal schauen, ob das klappt. Irgendwie so an der Seite hier zwischen dem Motor links oder rechts eine kleine Podesthalterung machen und dann da einpflanzen. So, dann werde ich das die Tage mal einbauen und dann sehen wir uns bei der Probefahrt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde mich das freuen mit einem Daumen nach oben. Wenn nein, dann ist halt so. Und viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.